Ich würde mir wünschen, dass Menschen sich mit unserer Geschichte beschäftigen. Mein Name ist Andreas Apelt, ich bin 1958 in Luckau geboren, etwa 100 Kilometer südlich von Berlin. Wir befinden uns hier mitten im Prenzlauer Berg. Die Gethsemane-Kirche hier im Hintergrund ist sozusagen das Herz vom Prenzlauer Berg. Ich bin 1977 nach Berlin, Prenzlauer Berg, gezogen, in unmittelbarer Nähe der Gethsemane-Kirche und habe hier einige Jahrzehnte gelebt. 1989 habe ich den demokratischen Aufbruch mitgegründet, eine Oppositionsgruppierung, die sich das Ziel gesetzt hat, der Diktatur das Ende zu bereiten. Hier haben im Herbst 1989 viele Menschen den aufrechten Gang geübt. Sie haben sich nichts mehr vorschreiben lassen, haben das eingefordert, was für uns heute selbstverständlich ist. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit. Ich selbst war dabei und kann die Bilder nicht vergessen von vielen Menschen, die hier niedergeknüppelt worden sind, die wie Vieh auf die Lastwagen verladen worden sind und die abgefahren worden sind und niemand wusste, was mit ihnen geschieht. Es wäre schön, wenn Menschen lernen, mit unserer Geschichte umzugehen. Sie wissen, wie die Diktatur funktioniert hat. Nur dann können sie auch verstehen, welche Chancen die Demokratie bietet. Meine Botschaft wäre, nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen, was geschehen ist. Sich immer bewusst zu machen, dass eine Demokratie schnell verloren sein kann. Aber umso schwerer ist sie, wieder aufzubauen.